peitschen ihre Fans entsprechend los und haben durch Eck die erste Chance des Spiels. Den Spielfluss verhindert jedoch die unheimlich harte Gangart der Mannheimer. Reeb wird gleich zweimal brutal gefault. Trainer Middendorf fürchtet um die Gesundheit seiner Spieler. Ein Sonntagsschuss der Badener bringt den DSC mit 0:1 in Rückstand. Nur wenig später sogar das zweite Tor der Gäste. Stein kann per Glanzparade zunächst abwehren, ist jedoch gegen Ludingers Nachschuss machtlos. Die mitgereisten Mannheimer Fans hoffen schon auf einen Auswärtssieg. Doch dann beginnt Armin Eck Stefan Stuttrücker. Und dieser ist mit dem Außenriss erfolgreich. Wieder ein Foulspiel. In dieser Szene ist Armin Eck der Leidtragende. Stratos gibt die richtige Antwort und verwandelt den fälligen Freistoß. Klaus Schlappners Miene verfinstert sich zusehends. Noch vor dem Wechsel beinahe der dritte Bielefelder Treffer durch Jörg Roth. In der Pause sorgt Nürnbergs Sieg gegen Zwickau für Stimmung. Auch im zweiten Abschnitt halten die Jäger aus Kurpfalz ihre Treibjagd ab. Middendorfs Schützlinge müssen viel einstecken. Als sich der Ball am DSC-Strafraum befindet, wird Fritz Walter per Ellbogencheck niedergestreckt. Kurz darauf springt derselbe Spieler Fritz Walter ins Kreuz. Der Schiedsrichter steht unmittelbar daneben. Ernst Middendorf ist jetzt nicht mehr zu halten. Jörg Bode hat in dieser hektischen Partie die letzte Chance. Nach dem Spiel kommt der gejagte Fritz Walter zu Wort. Erstmal ein Ellbogencheck gewesen, dann die nächste Aktion war mit dem Knie in den Rücken reingeschoben. Und ich glaube, dass der Trainer da irgendwann ausdrückt, ist ganz normal. Der Trainer schützt die Spieler und das ist normal. Ich habe nicht verstanden, dass der Schiri ihn da auf die Tribüne gesetzt hat, das verstehe ich überhaupt nicht. Es war schade, dass wir halt das zweite Halbzeit kein Tor gemacht haben. Ja. Ich hätte gerne gegen Mannheim gewonnen, aber es sollte nicht sein.